Seit 2 Jahren hat unsere Zeitschrift Vorhang auf ihren Sitz in der kleinen Stadt Bramsche bei Osnabrück. Eine Stadt mit Geschichte und einer jahrhundertealten Tradition. Seit der frühen Neuzeit gilt Bramsche als Stadt der Tuchmacher. Heute erinnert das stadteigene Tuchmachermuseum an den Weg, den die Textilproduktion im Laufe der Zeit hinter sich gebracht hat. Wie wurde vor Hunderten von Jahren ein Tuch hergestellt? Was hat sich bis heute verändert? Was waren die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Tuchmacher? Fragen, die hier ihre Antworten finden. Das Museum ist während der Pandemie natürlich geschlossen, doch unter Hygieneauflagen durften unsere Kinderreporter Juli und Fritz eine exklusive Führung genießen. Doch zuerst sollte geklärt werden, was ein Tuchmacher überhaupt ist. Der Beruf des Tuchmachers, auch Wandmacher oder Wollenweber genannt, führt mehrere einzelne Handwerke zusammen. Vom Waschen, Färben und Verspinnen der Wolle zu Fäden bis zum anschließenden Verweben dieser Fäden musste ein Tuchmacher alles können. Er war also Färber, Spinner und Weber in einem. Wie entsteht also ein solches Tuch genau? Zuerst wächst ein Jahr lang die Wolle der Schafe, die im Frühling geschoren wird. Nach dem gründlichen Waschen und Trocknen kommt der erste Schritt, der im Tuchmachermuseum vorgestellt wird. Das Kadieren. Ganz früher hat man das hier mitgemacht. Bei diesem Vorgang wird die Wolle aufgelockert und gekämmt, um sie hinterher besser verspinnen zu können. Das Lockern und Zupfen der Wolle geschah früher mit den Händen. Gekämmt wurde die Wolle zwischen 2 Brettchen mit dünnen Drahtstiften, den sogenannten Handkarden. So, jetzt haben wir so ein bisschen Wolle. Später übernahmen 2 Maschinen diese Arbeit. Der Wolf kümmert sich um das Auflockern und entfernt letzte Verunreinigungen, während die Kadiermaschine, auch Krempel genannt, die Wolle kämmt, bis ein Faserflor und schließlich das Vorgarn entsteht. Seit der Industrialisierung laufen diese beiden ursprünglich handbetriebenen Maschinen mit Hilfe von Motoren. Außerdem sind sie größer geworden, um eine noch höhere Effizienz zu erzielen. Die Aufgabe der Krempel wurde später sogar auf 3 Maschinen aufgeteilt. Aber das ist ja noch kein Faden, oder? Um nun einen Faden herzustellen, müssen die Fasern der Wolle miteinander verdreht werden. Dies geschieht mit Hilfe von Spindeln, die oft einer Nadel ähneln. Und jetzt darfst du die Nadel drehen. In welche Richtung? In diese hier? Ja, genau. Seit die Spindel am Spinnrad befestigt ist, erfolgt diese Arbeit deutlich schneller. Du wirst jetzt einfach mal, dass sich dieses Rad immer in die gleiche Richtung dreht. Je schneller du wirst, desto schneller musst du hier vorne nachher arbeiten. Ja, da sieht das schon gut aus. Doch auch ein Spinnrad kann nur einen einzelnen Faden gleichzeitig herstellen. Es wurden also Maschinen erfunden, die zahlreiche Spindeln gleichzeitig drehen können. Die erste Maschine dieses Prinzips war die sogenannte Spinning Jenny, die noch mit der Hand betrieben wurde. Hier hinten seht ihr das Vorgarn. Das muss hier festgehalten werden. Und jetzt kommt das Drehen. Seht ihr, was da passiert? Bei dem Weißen kann man das ganz gut sehen. Es springt darüber. So wie gerade bei uns, oder? Dann dürft ihr mal hier probieren. Ist schon ein bisschen fester, oder? Eine Weiterentwicklung dieser Maschine ist der Cell-Faktor, die größte Maschine des Museums. 280 Fäden können hier gleichzeitig gesponnen werden. Die Maschinen wurden früher mit Wasserkraft, später mit einem Elektromotor angetrieben. Nicht erschrecken, es wird ein bisschen laut. Jetzt geht das raus und wird gesponnen. Der Faden wird jetzt gesponnen. Der Faden ist jetzt gesponnen, jetzt wird er nur aufgewickelt. Und so, jetzt ist das schon stabil. Das ist das Spinnen. Schließlich folgt der letzte Schritt in der Entstehung eines Tuches. Das Verweben der gesponnenen Fäden. Hier ist das Modell eines alten Gewichtswebstuhls ausgestellt,
wie ihn in derselben Art schon die Germanen benutzten. Mit einem kleineren Handwebstuhl haben unsere Kinderreporter nun die Möglichkeit, selbst ein paar Fäden zu verweben. Das hier sind die Kettfäden. Das ist unser Schussfaden. Damit gehst du durch das Fach durch. Und ziehst das jetzt? Hier durch. Genau, möglichst dicht am Kamm entlang. Aber auch diese Arbeit erfolgt schneller mit einem größeren, mechanisch arbeitenden Webstuhl, dem Schaftwebstuhl. Bei jedem Farbwechsel wird die Maschine angehalten und die Schützen, die den Schussfaden durch die Kettenfäden führen, ausgetauscht. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind an diesem Webstuhl jedoch begrenzt, da höchstens Karomuster hergestellt werden können. Für komplexere Muster müssen die Kettfäden entsprechend hochgezogen werden. Früher war dafür ein Ziehjunge zuständig, der oben im Webstuhl saß. Auch der französische Weber Joseph-Marie Jacquard musste im Kindesalter als Ziehjunge arbeiten. Um dieser beschwerlichen Art der Kinderarbeit entgegenzuwirken, erfand Jacquard später einen Webstuhl, der von Lochkarten gesteuert wurde und genau diese Arbeit des Ziehjungen mechanisierte, wodurch sie überflüssig wurde. Das Lochkartensystem war der Vorläufer unserer Computer und auch die automatisierten Webstühle arbeiten heute noch nach Jacquards Prinzip.